Was geht, Leute? Mein Name ist Danny. Willkommen zurück zu einem neuen Huggy Wuggy Video oder Roblox Video, wo wir verschiedene Huggy Wuggy suchen. Wie ihr sehen könnt, wir haben beim letzten Mal schon einige gefunden, aber da fehlen noch einige und zwar sehr viele. Und das heißt, wir müssen weiter suchen. Und zwar, das ist ein Spiel, wo wir können uns überall hin teleportieren zu jeder Gegend immer in Huggy Wuggy Episode oder Chapter 1. Und mittlerweile haben die sogar Chapter 2 rausgebracht oder machen es bald oder, naja, die haben den Trailer hochgeladen auf jeden Fall dafür. Und wir können erstmal zum Spiel der Huggy Wuggy werden. Also wie gesagt, es gibt viele Huggy Wuggy Skins und wir müssen, warte, Zebra Huggy Wuggy, oder? Könnte das sein? Komm schon. Oder habe ich den? Ah, ich habe den schon, ne? Ah, ich habe ihn anscheinend schon bekommen, okay. Also, so leid es mir tut, aber ich glaube, in diesem Raum ist kein Huggy Wuggy. Zebra Huggy Wuggy haben wir anscheinend schon gefunden, weil wir müssen das halt jetzt nicht richtig berühren, sondern wir müssen es so ungefähr berühren. Also, ist das Einhorn Huggy Wuggy oder was soll das sein? Nun, das Ding ist, hier draußen könnte auch schon noch was sein, tatsächlich. Da ist halt, was? Ja, ich dachte, ich habe was gefunden, aber jemand schickt mir nur eine Einladung. Warte mal, da ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Das könnte etwas sein. Ist das irgendeine Art? Nein, das ist auch kein Huggy Wuggy, ne? Wir haben auf jeden Fall Spinn-Huggy-Wuggy und sowas gefunden. Das kann ich euch mal zeigen. Und zwar, warte mal, kann ich. Also, hier bei Shop, ne? Oh, das ist so gruselig. Spider-Huggy-Wuggy ist halt echt hart gruselig, muss ich sagen. Also, da habe ich echt keine Lust drauf. Aber ja, den gibt's natürlich auch. Aber ja, wir schauen hier gerade im Wald nach. Da gibt's Doppelkopf-Huggy-Wuggy, den gibt's auch. Was ebenfalls ziemlich verstörend ist, muss ich sagen. Ich meine, was zum Teufel haben die sich dabei gedacht? Ich weiß es nicht, aber. Oh, wir können auch schnell gehen. Das ist natürlich auch sehr schön. Leider. Oh, da oben ist was. Tatsächlich. Das muss ein Huggy-Wuggy sein, tatsächlich. Gehe ich mal von aus. Wie gesagt, es gibt hier ziemlich viele und wir haben nicht mal die Hälfte gefunden. Ja. Engel Huggy Wuggy, was? Okay, dann lass mal gut sehen. Engel Huggy Wuggy, wo bist du aber? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mehr hier draußen finden. Aber das scheint er zu sein. Oh mein, das sieht cool aus. Das sieht verdammt cool aus. Den feiere ich mega. Okay, dann gehen wir mal rein, Leute. Mittlerweile gibt es mehr dieser Spiele, wo man so Sachen suchen muss. Ziemlich episch, muss ich aber sagen, weil ich mag die Spiele eigentlich. Und die sind auch sehr populär. Lass mal hier sehen. Ich weiß, beim letzten Mal habe ich schon an viele Gegenden geschaut. Aber ja, wir machen es natürlich nochmal, weil ich meine, why not? Among Us Huggy Wuggy habe ich schon, oder? Haben wir schon, ja, ja. Den haben wir schon, dachte ich mir auch schon, ehrlich gesagt. Okay, da geht's auf jeden Fall lang. Da wollen wir aber gerade nicht lang, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, über uns kann es immer was gehen. Was ist das hier? Das könnte was sein. Unicorn Huggy Wuggy, sehr schön. Oh mein Gott, warte mal. Hier, Piggy Huggy Wuggy. Okay, warte. Unicorn Huggy Wuggy. Oh mein Gott, wie episch. Okay, das war jetzt gerade mega. Oh Gott, das ist gruselig. Aber okay, das hätten wir dann. Lass uns mal hier rein. Waren wir hier schon? Hier waren wir schon, oder? Genau, vielleicht hier beim Zug irgendwas. Man kann halt immer unten rechts sehen, da wahrscheinlich meine Kamera ist. Wahrscheinlich packe ich sie dann an eine andere Stelle oder so, weil unten rechts sieht man halt immer, wenn man was Neues dazu bekommen hat. Aber ich zeige euch das dann eh, also passt schon, Leute. Interagieren. Okay, mit was kann man hier interagieren? Weiß ich nicht genau. Aber hier finde ich erstmal nichts mehr. So, da oben war auf jeden Fall Spider-Huggy-Wuggy, Spinn-Huggy-Wuggy konnte man da bekommen. Und ja, das ist natürlich die Frage, was wir hier finden können. Da liegt natürlich eine Menge auf dem Boden. Vielleicht. Habe ich schon gemacht. Wir können uns kurz töten. Das haben wir schon gemacht, Leute. Weil. Das war Mario Huggy Wuggy, den haben wir tatsächlich schon. Hier ist nichts. Wo habe ich aber nichts gefunden? Lass mal hier. Geht's hier rein? Nee. Oh mein Gott. Ja, hier habe ich aber auch schon Huggy Wuggy gefunden, tatsächlich. Es könnte. Oh! War ich ja schon? Warte, wohin führt das jetzt? Alter, sind wir groß. So fühlt es ja so an, Huggy Wuggy zu sein. Ich dachte mir schon, dass da irgendwas sein könnte. Oh mein Gott. Das ist Kissy Missy. Aber wir dürfen ja den Boden nicht berühren. Was? Wie soll man das aber dann tun, bitte? Ich meine, man darf den Boden ja nicht berühren. Also, was bleibt uns denn da jetzt übrig? Okay, das ist gerade sehr, sehr komisch. Guck mal, wie hoch wir springen können. Aber wir dürfen nichts berühren. Höp. Ne, es funktioniert so nicht. Hä? Okay, das Ding ist, wir sind jetzt die ganze Zeit diese Huggy Wuggy. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder zurück werden. Ne, wir können nicht normal werden wieder. Also müssen wir uns wahrscheinlich, ja, neu spawnen. Ich sag, was mache ich nochmal? Obwohl, bringt das überhaupt was? Das ist halt die Frage, ob das was bringt. Es muss irgendeinen Weg geben, da lang zu kommen, ohne zu sterben. Aber ich weiß momentan noch nicht genau welchen. Ich meine, das ist natürlich problematisch. Ich würde echt gerne da, ja, die sterben alle. Also, ehrlich gesagt, vielleicht gibt es ja irgendeinen, ja, Huggy, oh mein Gott, ne. Okay, dann gebe ich erstmal auf fürs Erste. Ich weiß nicht genau, wie wir das machen. Das haben wir beim letzten Mal auch schon bekommen. Hier ist auch nichts in der Wand. Das dachte ich mir schon, dass irgendwie, weil es halt so viele gibt, ich kann mal gucken, wie viele wir noch brauchen. Und zwar überall, wo wir einen Haken sehen, die haben wir bereits. Also wir haben eine Menge, wie ihr sehen könnt, aber wir haben auch eine Menge nicht. Und ja, das ist schon, ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Also wir haben erst die Hälfte, glaube ich. Den habe ich auch nicht. Und wo hat er den? Ich wünschte, ich könnte fragen. Könnte ich eigentlich auch, aber warte mal, da unten ist das was? Oder dieser Stick hier? Das ist kein Huggy Wuggy, okay, sehr schade. Da geht's nicht lang, da würde ich sagen, wir gehen einfach mal hier lang und schauen uns mal um, was es hier so gibt. Hier geht's auch nicht rein, aber hier geht's rein. Oh, das war diese Stelle mit dem Wasser. Okay, da gab's im Wasser ein Huggy Wuggy. Aber die Frage ist, ob es hier mehr gibt. Genau hier, das gab es hier im Wasser, Flamingo Huggy Wuggy. Ist halt schon echt cool, aber ja, gibt's noch mehr? Vielleicht Lichter Huggy Wuggy oder auf dem Licht? Das könnte natürlich sein oder im Licht drinne oder vielleicht in der Wand hier. Wie gesagt, es kann hier in dieser Map ganz viele Geheimverstecke
Playtime gegeben. Das ist zwar die Poppy Playtime Map, aber ja. Es gab übrigens auch einen Trailer, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ein Trailer für Chapter 2. Also da, ich kann mir schon vorstellen, da wird es so viele Roblox-Spiele noch dazu geben. Also das ist natürlich ziemlich geil, ne? Feier ich irgendwie. Aber sieht so aus, als würde es hier jetzt nichts geben. Was natürlich sehr schade ist, aber wir können es ja nicht erzwingen. Wenn da nichts ist, ist da nichts. Aber dann ist meine Frage, wo finden wir den Rest? Ich meine, es gibt noch so viele und man kann ja jedes einzelne finden. Ich kann mir vorstellen, es gibt draußen noch ein oder zwei zu finden, aber ja, wo die anderen sind, weiß ich nicht genau. Wir können uns jetzt einfach mal teleportieren, würde ich sagen. Wir waren jetzt hier. Warte, was war das? Das ist der Anfang, ne? Ja, das ist der Anfang. Hier waren wir auch. Dann können wir uns hier teleportieren. Das ist diese Stelle hier. Hier habe ich beim letzten Mal auch was gefunden. Und zwar, ich glaube, es war hier oben. Warte mal. Ich meine, es musste hier irgendwo gewesen sein. Oh, da. Warte mal, haben wir das schon? Ah, das hätte ich doch gesehen, oder nicht? Ja, das haben wir schon. Okay. Das habe ich anscheinend schon bekommen. Wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Aber hier oben war auf jeden Fall irgendwo. Oder war das hier? Das war hier, oder? In der. Ja, genau. Das Königshagi-Wagi. Den haben wir schon, oder? Ja, den haben wir schon tatsächlich. Dann ist natürlich die Frage, ob wir hier oder oben vielleicht. Warte mal. Können wir da irgendwie hochkommen? Bestimmt. Warte mal. Ich glaube, wir müssen hier die Treppe hochgehen. Oder Müll vielleicht? Ob da vielleicht was ist? Sieht es nicht danach aus, ehrlich gesagt. Okay, das ist gerade sehr ärgerlich. Warte, da stehen bestimmt Tipps, oder wie man die bekommen kann, oder? Lass mal zum Beispiel den obersten nehmen. Was gibt's denn hier? Noob Hagiwagi Lost Prize Noob Tube Weapon in a Cardboard Box. Finding the open box with the Noob Tube will open unlock Noob Hagiwagi. Also irgendeine Box auf jeden Fall. Vielleicht die hier? Oder nee. Cardboard Box. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Könnte aber halt. Oh, warte, da ist ein Messer. Das könnte. Oder ein Hammer. Ist das Tor Hagiwagi oder was soll das sein? Na los, geh hoch. Hallo? Ich komme da irgendwie nicht hoch. Oh, jetzt, wir können hochklettern. Sehr schön. Und? Ne, habe ich auch schon bekommen. Verdammt. Oh Gott, aber dieser Noob Hagiwagi sieht so aus, als könnte er sich hier befinden. Tatsächlich. Vielleicht hier in der Ecke oder so. Ja, das ist echt tricky. Am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, wir haben mehr gefunden. Was ja auch logisch war. Hier geht es auch nicht rein. Alter, das ist ärgerlich, Leute. Und ich bin jetzt stuck. Okay, ich habe hier nichts gefunden. Also ich weiß auch nicht, ob es da was zu finden gibt. Gehen wir mal hier hin. Jetzt sind wir hier. Hier gab es genau den Hagiwagi. Schön und gut. Da gab es da hinten noch einen Hagiwagi. Ich kann mich erinnern. Ja, da hinten. Der Teufels-Hagiwagi. Und jetzt ist. Warte mal. Waren wir da schon drin? Ich glaube tatsächlich nicht. Das glaube ich wirklich eher weniger, dass wir hier drin waren. Oh, nee, hier waren wir nicht drin. Warte mal, wir passen da rein, oder? Wie auch immer wir hier reinpassen, aber wir passen hier rein. Was? Oh, was ist das hier? Oh, Frozen-Hagi. Oh mein Gott, lass mal kurz sehen. Alter, das ist geil. Das fühlt sich so gut an, hier Hagiwagi zu finden. Ne? Ich glaube es gar nicht. Irgendwie ist es befriedigend. Sieht es so, wie viele Sachen wir noch nicht bekommen haben? Das ist ja, oder? Einfach nur ein. Okay, das sieht funny aus. Einfach nur ein eiskalter Hagiwagi. Mir wird es schon ein bisschen kalt, indem ich anschaue, ehrlich gesagt. Aber lass uns mal hier umschauen, ob wir hier irgendwas bekommen. Normalerweise sollte man sehr schnell Sachen entdecken. Und wohin führt das überhaupt? Ich war hier definitiv noch nicht, das steht fest. Und ich komme hier wieder raus, das heißt, es ist diese Stelle. Krass. Und Monitor, vielleicht, keine Ahnung, oh, vielleicht hier hinter? Es kann halt überall sein, ne? Aber ich denke mir so, wie kann man hier irgendwas übersehen? Vielleicht ist hier tatsächlich eine unsichtbare Wand oder sowas. Man weiß es halt nie, ne? Man weiß halt wirklich nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir werden als nächstes uns wieder teleportieren. Und zwar an dieselbe Stelle, würde ich sagen, weil ich habe hier noch eine kleine Rechnung auf und ich würde mich gerne hier noch ein bisschen mehr umschauen, ob wir hier noch ein bisschen mehr Hagiwagis finden können. Das Ding ist, wo, ne? Das ist halt die Frage. Vielleicht kann irgendwas in diesen Tubes hier sein. Man weiß es nicht, ne? Aber man kann einfach mal hier kurz lang gehen und gucken, ob irgendwas aufploppt. Wer weiß, vielleicht ist ja irgendwas dort, was man nicht sieht, okay? Das ist halt das Ding. Wir können auch, also das ist eine Wand, okay? Ich dachte gerade, da kann man irgendwie runterspringen oder so. Das geht aber nicht. Tja, vielleicht hier irgendwie die Röhre auch nicht. Okay, an diesem Ort sieht es nicht so aus, gäbe es hier irgendwas. Was meine ich, gab es schon drei, aber das klingt so wenig, ehrlich gesagt. Drei Stück nur. Hier geht's leider nicht lang. Oh, hier geht's lang. Was haben wir denn? Ah, hier war ich schon, ne? Ja. Da oben gab es das. Was auch immer das ist. Es ist einfach nur Kopf. Ich weiß nicht, ob das ein Hagiwagi ist, ehrlich gesagt. Aber akzeptieren wir erstmal. So, wir waren hier oben. Jetzt gehen wir erst nächstes Mal hier lang. Zur nächsten Stelle. Ich könnte mich auch teleportieren, aber auf dem Weg hierhin können halt sehr viele Sachen sein, ne? Wir haben auch die Hand. Ich weiß nicht genau, was man damit machen kann. Hier scheint es auch gar nichts zu geben. Nee, also das ist einfach nur so ein Durchgang zu dieser Stelle, die wir bereits kennen. Nun, unten habe ich irgendwo ein Hagiwagi bekommen. Da bin ich sehr, sehr weit runtergesprungen. Da kann ich mich dran erinnern. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war da hinten irgendwo, oder? Ich glaube, das war. Irgendwo unten war das auf jeden Fall. Ah, da hinten, genau. Da weit, was habe ich gesehen? Da oben. Da könnte auch was sein. Zieh das mal rein. Aber dazu müssten wir fliegen. Und wir können wirklich halt nicht fliegen, ne? Also, das ist halt irgendwie schon ärgerlich, dass wir nicht fliegen können. Aber anders geht's halt nicht. Also, wir können es dann halt nicht bekommen. Vielleicht können wir irgendwie hochspringen oder auf dem TV klettern. Das geht zwar, aber es wird mir keinen neuen Hagiwagi geben, leider. Okay, da würde ich sagen, wir. Ja, hier scheint es auch irgendwie nichts mehr zu geben. Also, da bin ich halt ein bisschen ersetzt, muss ich sagen, drüber. Weil. Oh, und das haben wir auch schon gefunden, ja. Haben wir auch schon gefunden. Verdammt! Oh, das ist Baldi Hagiwagi, glaube ich, oder irgendwie so eine Art. Ich weiß es gerade nicht, Leute. Aber es ist auf jeden Fall irgendeine Art Hagiwagi. Okay, hier gibt es keine Wände, wo wir durchgehen können. Ist natürlich sehr schade. Okay, oh, what?
Da. Wow. Oh nein. Okay, wir teleportieren. Okay, wir sterben. Aber das ist gar nicht mehr so schnell. Warte mal, wir teleportieren uns gleich nochmal dahin und probieren es nochmal. Weil da ist ja offensichtlich eine Wand. Aber vielleicht sollten wir das nicht als Huggy Wuggy tun. Weil, ja, das meine ich. Es gibt hier halt immer diese Wände, ne? Op, op. Oh, what? Wo bin ich? Hä? Okay, warte mal kurz. Ich falle die ganze Zeit runter. Spring. Okay. Nein, also wir dürfen es gar nicht berühren. Aber da gibt es noch mehr dieser Wände oder etwa nicht. Ich kann es mir einfach nicht anders erklären. Okay, weiter. Nice. Oh, okay. Hm. Damn, das haben die schwer gemacht. Oh, verdammt. Ja, witzig. Oh, okay. Oh mein Gott. Das ist was? Hallo? Sonic Huggy. Okay, warte, wir haben Sonic Huggy gefunden. Ich gehe kurz nochmal raus. Genau. Dann lass mal kurz sehen, wie Sonic Huggy aussieht. Ist natürlich sehr geil, Sonic Huggy. Habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Aber passt halt zu einem Ring, logischerweise, ne? Würde ich stark behaupten. Oh, Sonic Huggy. Oh mein Gott. Okay, yes. Wow, der ist schneller. Der ist schneller. Okay, das ist episch. Haben die alle verschiedene Fähigkeiten? Das würde mich echt interessieren, ehrlich gesagt. Scheint aber nicht so zu sein. Okay, das ist natürlich aber chillig, dass er so schnell ist. Das feiere ich hardcore, muss ich sagen. Das feiere ich mega. Kann er auch dann höher springen oder er kann wahrscheinlich auch weiter springen. Hier unten ist auch nichts, so wie ich. Vielleicht, warte. Oh, ich sehe es. Oder? Ich dachte dahinter wäre irgendwas gewesen. Warte kurz mal. Hm, schade, auch nicht. Aber hinter, also um die Röhren herum, da könnte etwas sein, natürlich. Aber wie auch immer wir dann drankommen wollen. Okay, das scheint doch nichts zu sein, leider. Hm, sehr, sehr enttäuschend gerade, muss ich ehrlich gesagt sagen. Sehr, sehr enttäuschend. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal hier lang. Und naja, beeilen uns. Wir haben auch die Hand, aber ich weiß nicht genau, was sie bringt. Dann verschwindet sie, wenn wir sie benutzen wollen. Was natürlich sehr ärgerlich ist. So, warte. Oh, hier vielleicht irgendwas. Oh, warte. Habe ich gar nicht hier berührt. Wir sollten hier alles mal berühren. Warte, geht's da rein? Labern und... What? Oh mein Gott. Hier geht's einfach mal... Was? Okay, warte, wir haben Sonic Huggy. Das heißt, wir kommen durch, die anderen nicht. Oh mein Gott, das könnte funktionieren dank Sonic Huggy. Ernsthaft? Das wäre ja voll Jackpot gewesen. Zieh das mal rein. Wir würden hier normalerweise gar nicht langkommen. Aber mit dem Sonic Huggy kommen wir da lang. Manchmal aber auch nicht. Okay, wenn wir springen, können wir es schon schaffen. Das könnte ein bisschen tricky werden. Okay, irgendwie wehrt sich das Spiel gerade schon sehr stark dagegen, muss ich sagen. Was nicht so geil ist. Also ich komme da irgendwie nicht ganz lang, muss ich sagen. Hier vielleicht links. Ja, fast. Wir müssen irgendwie um die Ecke kommen. Ich kann natürlich jetzt die ganze Zeit so weitermachen. Die Frage ist, bringt das was? Aber das scheint es hier wirklich was zu geben. Vielleicht kann man da nicht das Huggy-Wuggy... Ah, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wieso sollten wir da nicht das Huggy-Wuggy hinkommen? Das macht wirklich keinen Sinn. Komm, wir müssen sprinten. Wir sprinten. Okay, ich habe das Gefühl, da geht's wirklich nicht lang, Leute. Da geht's einfach irgendwie nicht lang. Das kann doch nicht wahr sein. Sind wir immer noch Sonic Huggy oder wie? Ja, wir sind immer noch Sonic Huggy, ja. Aber es funktioniert leider nicht. Ich kann auch nicht mal um die Ecke schauen. Als wäre da eine unsichtbare Wand oder so. Das kann mir doch keiner erzählen. Ja, okay. Ich geb's auf. Auch wenn ich ziemlich sicher bin, da ist irgendwas. Aber ihr habt's ja gesehen, ich hab's ja probiert. Hier geht's auch nicht rein, leider. Und ja, vielleicht, naja, hier auch. Obwohl, nee, da ist nur ein Typ. Ärgerlich. Ärgerlich, sehr ärgerlich. Hat er vielleicht hier eine Wand oder sowas? Eine unsichtbare? Das sieht leider auch nicht so aus. Okay, jetzt bin ich irgendwie langsamer geworden. Wieso sitze ich hier? Das ist echt komisch, wieso ich sitze. Okay, jetzt können wir uns wieder normal bewegen. Warte mal. Diese... Oh mein Gott, so sieht es von außen aus. Ernsthaft? Da geht es auch nicht weiter, weil da eine unsichtbare Wand ist. Das haben wir schon, ne? Ich glaube, ja. Aber wir können uns noch ein bisschen hier umschauen. Hier sind leider auch auf den Bäumen, natürlich. Da oben. Warte, habe ich das schon? Habe ich das schon geholt? Ich bin mir noch nicht sicher. Ja, Buzzy Wuzzy. Oh mein Gott, wir haben den nächsten. Nice. Ich wusste, dass da draußen noch ein bisschen mehr sind. Wir behalten Sonic Huggy Wuggy. Aber wir schauen uns natürlich diesen Huggy Wuggy mal an. Und zwar... Oh, okay, das ist cool. Das ist quasi eine Art Biene. Kann er... wenn er fliegen könnte. Das wäre... Oh mein Gott, warte mal. Vielleicht gibt es hier irgendeinen Huggy Wuggy, der höher springen kann oder sowas. Ich meine, Spider Huggy Wuggy kann doch bestimmt an Wänden hochklettern, oder? Alter. Stell dir das mal vor. Lass mal sehen. Oh, das geht nicht. Och, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Das wäre aber ziemlich cool, wenn man bestimmte Huggy Wuggys braucht, um andere zu bekommen. Das wäre halt schon irgendwie episch, muss ich sagen. Da ist das gar nichts, so wie es aussieht. Hm, was macht der denn hier? Diese Müllcontainer sehen sehr, sehr interessant aus, muss ich sagen. Können wir jetzt da... Da geht's auch nicht lang, ne? Okay. Hm, auf diesen Bäumen sieht auch nichts. Nicht danach raus. Es gäbe es da irgendwas. Ja, ich werde immer langsamer, wenn ich irgendwie einmal sprinte. Keine Ahnung, woran das genau liegt. Also, ich sprinte einmal und dann passiert das. Ganz, ganz merkwürdig. Leider. Okay, Leute, ich weiß wirklich nicht weiter. Also, der Zug? Ist da vielleicht irgendwas beim Zug? Denke ich nicht, ehrlich gesagt. Nee. Tatsächlich. Warte, hier vielleicht an den Wänden. Wir können ja jetzt schneller laufen. Das heißt, wir können schneller checken. Was ultra mega geil ist. Aber da ist leider auch nichts. Okay.
ja, dann, es gibt noch so viele, die wir nicht haben. Aber entweder die sind verdammt gut versteckt oder wir brauchen andere Huggy-Wuggies dafür. Das kann natürlich auch sehr wohl sein. Ich meine, ihr seht ja quasi, wie stark ich mich beeile hier. Und es bringt mir gerade nicht viel. Lass mal hier kurz nachschauen. Oh, waren wir hier schon? Da bin ich mir gerade nicht sicher. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, lass mich da hin. Oh mein Gott. Na, was passiert? Okay, warte. Ich glaube, wir müssen dazu einen normalen Charakter nehmen. Oder das ist einfach nur ein... Okay, ich sehe schon. Okay. Lass uns mal normal werden, bitte. Nun, so könnten wir es auf jeden Fall hinbekommen. Lass mal sehen, ob das funktionieren wird. So, wir rennen hier lang. Let's go, let's go, let's go. Aber wir kommen da so... Ernsthaft? Wir kommen da so nicht rein? Das kann mir keiner sagen, oder? Och, komm schon. Wow! Shop, warte mal. Morphs, Badges. Kann ich vielleicht irgendwo was kaufen? Irgend so Items oder sowas? Gegenstände? Weil der Typ hat ja einen Rucksack gehabt. What? Wie machen die das? Oh, oh. Nee. Geht das? Oh! Warte, wie funktioniert das jetzt? Wow. Okay, dann lass mal hier probieren. Okay. Okay. Oh, na, hä? Okay, wie ist das passiert? Okay, das ist halt aber ziemlich geil. Irgendwie, dass man da so rankommt. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Also, das geht. Das ist ja wie so eine Grappling Gun. Ziemlich episch. Aber wie verrecke ich da die ganze Zeit? Das ist meine Frage gerade. Also, was genau tötet mich dort? Weil bis jetzt springe ich eigentlich da ganz gut lang. Darf ich die Wand vielleicht nicht berühren? Oder was genau ist es? Lass mal kurz sehen. Warte, ich... Oh, wir dürfen die Wand nicht berühren. Okay, ich verstehe. Wir dürfen also die Wand nicht berühren. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Na, ich habe sie wieder berührt, leider. Also das ist auf jeden Fall ein Weg, um noch mehr Huggy-Wuggies zu finden mit der Hand. Muss ich sagen. Oh mein Gott. Das könnte jetzt eine Zeit lang dauern, weil es echt herausfordernd aussieht. Okay, ich kriege das leider nicht hin. Ich denke, das würde ich dann vielleicht in der nächsten Folge mal probieren. Wir versuchen, die alle Huggy-Wuggies zu finden. Aber ihr könnt sehen, da sterbe ich schon zu oft. Also ich will jetzt auch nicht das stundenlang probieren oder so. Das ist mir nicht wert. Ich werde es doch schaffen auf jeden Fall. Das steht fest, aber gerade Krieg ich es nicht hin. Also, ja. Wahrscheinlich ist es nicht mein Tag oder sowas. Ich weiß es nicht. Also, ja, für mehr davon, hier waren wir schon. Ja. Lasst auch oben da abonnieren, kostet aktiv, die Glocke, falls du abonniert hast. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye.